gesagt, ich würde ihnen schon mal wünschen, dass sie mal eine Zeit lang so leben müssen mit dem, was sie entschieden haben. Mit dieser Mindestsicherungsgrenze von 1.500 Euro und dass sie einfach nicht mehr kriegen. Kindergarten braucht, will Geld haben, Schule will Geld haben, also jeder will Geld haben. Ne? Man hört immer von den Leuten, dass alle auf Urlaub fahren und du sitzt daheim und kannst nichts machen. Ne? Ja, du musst halt so durchhandeln, so das ganze Monat, dass du durchkommst. Ne? Hätte keine Schulden gemacht, war das nicht. Die Preise, wie teuer was ist, man traut an jeden Euro um, an jeden Cent. Das Geld wird immer weniger. Eben, deswegen habe ich ja dann die Logierungen gehabt, den ganzen Schmoren. Mehr Schulden gemacht, als was ich mir leisten habe können, trotz ich arbeiten gegangen bin. Und ist halt alles ziemlich teuer. Es ist halt der Genierer halt da, weil im Endeffekt, wenn man hingeht und denkt, man nimmt gratis Sachen, wo eigentlich andere Leute zahlen müssen. Nachdem in nächster Zeit keine Wahlen anstehen, hat die Regierung angekündigt, Reformen anzugehen. Ganz oben auf der Liste steht die Mindestsicherung. Das ist das letzte Netz für Menschen, die aus eigener Kraft nicht für ihren Lebensunterhalt aufkommen können. Rund 840, 850 Euro bekommt man als Einzelperson pro Monat. Das differiert von Bundesland zu Bundesland. Bei Familien, die in einem Haushalt leben, ist es pro Person deutlich weniger. Die Stoßrichtung wurde seit Monaten verkündet. Man wolle den Zuzug ins Sozialsystem reduzieren, sagt der Vizekanzler. Wenn Menschen neu ins System kommen, dann sollen sie nicht das Gleiche bekommen wie diejenigen, die seit Jahrzehnten einbezahlt haben, sagt der Bundeskanzler. Das geht in Richtung Zuwanderer und Asylwerber. Viele, die betroffen sein könnten, sorgen sich jetzt, dass die Reform auch jene treffen könnte, auf die man offiziell gar nicht abzielt. Und die Frage ist auch, was ist das Mindeste, das man in Österreich zum Überleben braucht? Mein Kollege Robert Gordon hat Menschen besucht, die Mindestsicherung beziehen. Flüchtlinge, Menschen mit Behinderung und Langzeitarbeitslose. Familie Sello stammt aus Raqqa in Nordsyrien. Mustafa und Alif haben 4 Kinder. Die beiden Mädchen sind an diesem Samstag vor Weihnachten Rodeln gefahren. Papa Mustafa ist schon ein wenig nervös, denn er hat heute die erste Prüfung seit seiner Schulzeit in Syrien. Und das ist über 30 Jahre her. Er zeigt uns sein Übungsbuch. Mein Name ist Mustafa Sello. Ich bin 46 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich habe 4 Kinder. Ja. Und wo haben Sie so schön schreiben gelernt? Weil Sie schreiben ja normalerweise arabische Schrift, nicht? Nein. In Deutschkurs ja. Ich ein bisschen schreibt ja. Und zu Hause nochmal schreibt und Facebook diese Worte und Siste immer in Wort in Facebook genommen. Okay. Und YouTube auch. Ja. Viele Personen in YouTube lernen Deutsch mit Arabisch. Rashid, der Erstgeborene, begleitet seinen Vater. Die Prüfung ist sehr wichtig. Wer beim Deutschlernen keinen Eifer zeigt, dem kann die Mindestsicherung gekürzt werden. Also noch weniger Geld zum Leben. Das liegt im Ermessen der Beamten auf der Bezirkshauptmannschaft. In der Stadt St. Pölten soll man nicht ganz so streng sein, hören wir. Alif Sello geht gerne in ein türkisches Geschäft in der Nähe einkaufen. Dort sind die Preise nicht so hoch und sie bekommt alles, was sie zum Kochen braucht. In Niederösterreich war die Mindestsicherung ein Jahr lang gedeckelt. Hallo, wie geht's? Gut, alles okay? Familien mussten mit maximal 1.500 Euro auskommen, egal wie viele Personen satt werden sollten. Dimir Ecevit, der Inhaber des Geschäfts, lässt Stammkunden anschreiben. Ihm ist nicht entgangen, dass die Kaufkraft seiner Kundschaft nachgelassen hat. Es ist ja so, dass die Leute jetzt weniger Geld bekommen. Würden Sie das? Natürlich. Das Lebensmittel ist teuer und das Einkommen ist weniger geworden. Ja, teilweise, wir kennen die Leute und schreiben wir auf bis Ende des Monats. Ja, natürlich, das spürt man mehr. Ja, und das Leben halt ist teuer. Ja. Rashid wohnt eigentlich in Wien. Aber das Wochenende verbringt er mit den Eltern in St. Pölten. Deshalb gibt es heute Fleisch. Huhn kann sich die Familie nicht jeden Tag leisten. Das wird aufgeschrieben, ja. Und wird Ende des Monats bezahlt. So. Dankeschön, ja. Schönen Grüße, Baba, okay?
Danke. Ciao. Rashid und seine Mutter haben vor 3 Jahren die Überfahrt mit dem Boot gewagt. In der Türkei gab es für die Familie keine Zukunft. Die Kinder konnten nicht einmal zur Schule gehen. Für Arbeit gab es nur wenig Geld und manchmal gar keins. So war kein neues Leben aufzubauen. Das war die Überfahrt von der Türkei? Ja, das war Überfahrt von Türkei mit dem Boot nach Griechenland. Eine Insel in Griechenland heißt Mytilene. Ja. Und so seid ihr sozusagen nach Europa gekommen? Ja. Wir haben, das dauert mit Boot 40 Minuten. Dann kommt die Polizei, hat uns abgeholt. Bei Alif Sello ist auf der Flucht eine schwere Krankheit aufgetreten. Dass sie nach Österreich kommen konnte, hat ihr wohl das Leben gerettet. Müssen Sie eigentlich jedes Monat anschreiben lassen im Geschäft? Oder geht sich das manchmal auch so? Manchmal ist es 3 oder 4 Mal im Monat. Ja? Ja. Oh. Weil ich habe eine große Familie. Wir verdienen weniger Geld vom Sozialamt. Wenn man etwas Teureres braucht, Schuhe oder ein Gewand, was macht man dann? Wir müssen weniger essen und jeden Monat ein Stück kaufen oder zum Beispiel jeden Monat ein Hemd oder eine Hose. So. Rashid ist 21 Jahre alt. In Syrien war er auf dem Gymnasium und die Matura schon in Griffweite. Ich war in der Schule 11 Jahre. Und der Krieg kommt, vor ich die Matura nehme, vor 2 Monaten. Ich wollte dort studieren. Welches Fach? Elektrotechnik. Elektrotechnik? Ja. Techniker, ja. Ja. Jetzt lernt Rashid für die 3. Deutschprüfung. Mustafa scheint ein gutes Gefühl zu haben, was seinen Test anlangt. Ein Ergebnis wird es erst in ein paar Wochen geben. Sie haben doch diesen Integrationskurs gemacht. Was lernt man dort? Was essen gesund oder trinken. Und Frau und Männer auch zusammenarbeiten, keine Probleme, auch zusammen. Das ist sehr gut in Österreich. In Wiener Neustadt holt Roman Süßner seine 3 Töchter vom Kindergarten ab. Insgesamt müssen 5 Kinder versorgt werden. Jennifer und Roman Süßner sind von der unlängst eingeführten Deckel- und der Mindestsicherung genauso betroffen wie die syrischen Flüchtlinge. Keine Familie hat mehr als 1.500 Euro bekommen. Das ist eigentlich am mühsamsten, wenn man kein Geld hat. Also so im Alltag, wo fällt es am meisten? Wo es am meisten fehlt? Ja, beim Einkaufen eher, wenn man immer weiß, man muss sparen. Und ja, man muss halt immer überlegen im Sommer, ob man irgendwas machen kann oder nicht. So, Urlaub und so Sachen, das geht ja. Das ist leider bei uns nicht möglich momentan. Ja. Man hört immer von den Leuten, dass alle auf Urlaub fahren. Du sitzt daheim und kannst nichts machen. Ne? Das ist schon anstrengend irgendwie. Man muss auch an die Kinder sparen oder tut sich das so? Ja, schon. Kinder brauchen immer wieder Gewandschuhe. Kindergarten braucht, will Geld haben, Schule will Geld haben, also jeder will Geld haben. Ne? Nutzt eigentlich so Möglichkeiten, irgendwo einmal was gratis zu kriegen und so auch? Oder geniert man sich da zu sehr, wenn man da irgendwo hingeht? Sagen wir so, es ist halt ein Genierer halt da, weil im Endeffekt, wenn man hingeht und denkt, man nimmt gratis Sachen, wo eigentlich andere Leute zahlen müssen. Eine Frage des Selbstwerts. Den genauen Überblick über die finanzielle Situation hat Romans Frau Jennifer. Zuerst hat es mein Ex-Mann alles coacht und so. Und von heute auf morgen dann war ich alleine mit den Kindern. Und da ist mir dann erst richtig bewusst geworden, okay, wenn ich einen Mann nochmal finde, mache ich das definitiv nicht, dass ich meinen Mann das als Finanzielle machen lasse. Beziehungsweise Eingaben, Ausgaben, die Buchhaltung daheim, das mache alles ich. Kinder, Arzttermine, das heißt Schulgespräche, Elterngespräche, das mache alles ich. Ja. Und ich habe gesagt, ja, es ist halt schön, wenn man sieht, wenn sie mal älter sind, wenn jeder dann kommt und sagt, ah, das ist meine Mama, die hat das super coacht.
ob trotz vieler Geschwister. Also, das macht mich dann irgendwie stolz dann auch. Also. Seit die Regierung immer wieder von Durchschummlern spricht, stehen Menschen ohne Job unter besonderem Druck. Roman Süßner ist Milizsoldat. Er meldet sich immer wieder zu Einsätzen, dann gibt es ein wenig Geld. Das Bundesheer ist halt ab und zu. Ja. Aber ja, ist halt schwer Arbeit zu finden. Ich meine, ich bewirb mich immer wieder bei gewissen Stellen. Also mein Traum ist eigentlich, dass ich bei der ÖPB reinkomme. Es ist halt schwierig, weil viele Firmen verlangen immer, also zum Beispiel die ÖPB verlangen immer so gewisse Eignungstests und so. Mhm. Wenn man dann die immer nicht schafft und nicht genommen wird, ist das dann immer so. Das ist schon anstrengend irgendwie. Es ist von Jahr zu Jahr schwieriger geworden, eine Arbeit zu finden. Bewerbungen habe ich geschrieben. Aber meistens, wenn sie Kinder anzuliest, sagen sie nein, danke. Beziehungsweise dann habe ich schon so gemacht, dass ich nur Kinder ja hingeschrieben habe. Aber nicht mehr die Anzahl. Die habe ich dann schon weggelassen. Aber trotzdem ist es schwierig. Jennifer Süßner ist 29. Sie hat eine Lehre als Verkäuferin begonnen und später bei einer Fastfood-Kette gejobbt. Aber sobald man etwas verdient, wird die Mindestsicherung für die Familie gekürzt. Mit meiner Frau haben sie einmal die Mindestsicherung einmal gestrichen. Bitte? Ja, nachher dann, okay? Haben sie mal das Geld gestrichen und im Endeffekt, ich habe mal im zweiten Monat, habe ich gekriegt 1600 Euro. Und das ist eigentlich schon weggegangen für Miete und für Strom. Also über knappe 1000 Euro. Mit 1600 Euro, da wird die Mindestsicherung ganz gestrichen jetzt. Ja, ne? Genau. Ja. So ist es. Die Politik spart bei den Ärmsten. Aber große Wut kommt nicht auf. Man wird sich nach der Decke strecken, da und dort weiter einschränken und hoffen, dass sich doch ein Job findet. Eine billigere Wohnung, das strebe ich jetzt an, ist schon im Laufen. Über die Wohnassistenz dann halt eine Arbeit finden, beziehungsweise einen Lehrabschluss zu machen. Und Führerschein, das erleichtert auch den Alltag, weil wenn du einen Führerschein hast, natürlich hast du halt auch wieder mehr Chancen auf einen Job, als wenn du keinen Führerschein hast. Das ist halt auch wieder so gewissermaßen dann das, was ich mir halt zurzeit jetzt da als Ziel nehme, aber hauptsächlich, was jetzt zurzeit mir Kraft gibt, eigentlich, ist eher ja, die Kinder. Ich muss sagen, die Kinder, weil ich habe gesagt, die Kinder, wenn sie herkommen, sagen ja, die Große, ja, Mama, was ist los? Oder sie kommt her und einfach drückt dich nur. Das ist dann so ein gewisser, ja, da denkst du dann, okay, es geht weiter irgendwie. Inzwischen wurde die Deckelung der Mindestsicherung vom Verfassungsgerichtshof als rechtswidrig erkannt. Die Regierung arbeitet an neuen Gesetzen. Der Bahnhof von Felixdorf in Niederösterreich um 8 Uhr in der Früh. Wir wollen Herbert Wehlers zu seinem Arbeitsplatz begleiten. 7 Minuten dauert die Fahrt mit dem Bus nach Sollenau zu den Werkstätten der Lebenshilfe. Um rechtzeitig bei der Arbeit zu sein, muss Herr Wehlers schon um 6 in der Früh aus dem Bett. Er wohnt in Kaltenleutgeben bei Wien. Die Beschäftigung bei der Lebenshilfe versteht sich als Tagesbetreuung für Menschen mit Behinderung. Man bekommt hier keinen Lohn, sondern nur 72 Euro Taschengeld. Für Herrn Wehlers derzeit das einzige Einkommen, denn die Mindestsicherung ist dem Niederösterreicher vor 6 Monaten gestrichen worden. Was sind das für Dinge, die Sie da ein... Das sind Flachsicherungsstecker. Ich muss selber immer drauf schauen, ja. Weil ich merke mir nicht alle Autoteile. Ich bin kein Autofahrer unterwegs. Ich höre Ö3 Radio Wien. Radio Wien deswegen, das kann ich ja hoffentlich erzählen, ist so, weil es ist jeden Sonntag von 8 bis 10 mein Lieblingsschatz hier dabei. Der Rolf Rüdiger. Sie haben ja früher auch in einer Einrichtung gewohnt, also nicht in Ihrer Wohnung, wo Sie jetzt wohnen, sondern ja, wie war das eigentlich? Beschissen. War das nicht so gut? Nein. Hat Ihnen eben nicht, eben nicht. Das Zimmer, was ich im Monatsmödling gehabt habe, das war das kleinste Zimmer und das war eigentlich nicht zum Erkennen. Ja. Da hat man mich nicht einmal gefunden. Nein, durch den ganzen Müll, was ich gesammelt habe, auch immer früher, war ich so Sammler, hat man mein Zimmer nicht mehr gefunden. Aber Sie haben früher so viele Sachen gesammelt? Ich sammle keinen Schrott mehr. Was ja? Ich sammle nur eines. Und das sind meine Feuerwehrautos. Ja, Feuerwehrautos. Die sammle ich am meisten. Auftrag.
Das ist die Auftragsschachtel. Von seiner finanziellen Situation weiß Herbert Wehlers nur, dass das Geld sehr knapp ist. Sein älterer Bruder kümmert sich als Sachwalter um die rechtlichen Dinge des 35-Jährigen. Und für seinen Unterhalt sind die Eltern zuständig. So sieht es zumindest das Land Niederösterreich. 13, 17. Wenn es das findet, einfach nur schreien. Solange nicht klar ist, wie viel seine Eltern für seinen Unterhalt beitragen können, bekommt er gar nichts. Okay. Das ist kein Lager, sondern Entschuldigung, eine Rumpelkammer. 3 Jahre lang hat Herbert Wehlers 630 Euro zum Leben bekommen. Dann wurden die Bedingungen für die Mindestsicherung in Niederösterreich verschärft. Die Behörde beruft sich plötzlich auf einen Paragraphen aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, der Eltern zum lebenslangen Unterhalt für ihre behinderten Kinder verpflichtet. Da haue ich jetzt ein paar Kärtchen einmal rein, weil ich kann jetzt schätzen, wie viel sind halt. Also. Das sind da die Karten, fließt da. Dann braucht man noch 2 Stück Überkarton, das sind die 5er. Die 5er Überkarton sind da hinten. Hagliche Sachen mache ich nicht, weil da muss ich Handschuhe anziehen. Und ich mag keine Handschuhe anziehen. Also, ich mag zwar Latex, aber das Problem ist, es fängt dann alles zum Stinken mit der Zeit an. Und im Extremfall müsste Herberts Bruder und Sachwalter die Eltern auf Unterhalt klagen. Denn das Mindestsicherungsgesetz verlangt, dass jede nur denkbare Geldquelle angezapft wird, bevor die öffentliche Hand einspringt. Hallo, grüß euch. Friederike Bosbischil ist die Präsidentin der Niederösterreichischen Lebenshilfe und sie kennt Herbert Wehlers von Kindesbeinen an. Hallo Herbert. Hallo Fritzi. Servus. Wie geht's? Danke, gut. Ich hab gerade meine Leberkasse mehr verstecken müssen. Du musst ja nicht verstecken. Das ist ja was Menschliches, dass man Hunger hat. Naja, mein Vater hat sich zu gern, wenn ich gerade eine Leberkasse blies. Naja. Weil ich auf Diät bin. Wegen der Kalorien. Die Präsidentin weiß vom Problem mit dem Paragraphen 231 ABGB. Sie haben eigentlich immer weiter Kindesstatus, auch, ich denke auch nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, der also sagt, dass Menschen, die nie selbsterhaltungsfähig waren, so glaube ich, so ist die richtige Titulierung, die bleiben eigentlich ewig Kinder und die Eltern sind ewig für diese Kinder unterhaltspflichtig und verantwortlich. Und das ist sozusagen der Grund, warum der Herbert jetzt Ärger mit dem Geld hat sozusagen. Genau, also Ärger mit dem Geld, glaube ich, hat fast jeder von unseren Klienten und Klientinnen. Weil im Prinzip müssen sie warten, bis wir Eltern sterben, dann haben sie eine eigene Waisenpension, vorher gibt es nichts. Und ich glaube, also hier wäre es wirklich hoch an der Zeit, hier umzudenken und zu sagen, so wie wir das auch alle sehen, das sind erwachsene Menschen, die haben das Recht darauf für ihre Arbeit, dass sie hier auch entsprechend entlohnt werden und eigene sozialversicherungsrechtliche Absicherung haben. Wie du sagst, jeder Mensch ist gleich. Was können wir dafür, dass wir eine Behinderung haben? Der liebe Gott hat uns so auf die Welt gebracht. Da können wir nichts dafür. Was die anderen Leute sagen, sollen sie sich denken. Irgendwann wird es auch einer sagen, okay, wie mir, wenn ich das sagen darf. Ja, freilich, das kann an jedem passieren. Ne? Ja. Vor Schicksalsschlägen, die einen aus der Bahn werfen können, ist niemand gefeit. In St. Pölten besuchen wir Herrn Anton auf seiner Baustelle. Seinen vollen Namen sollen wir nicht nennen. Der 47-Jährige lebt seit fast 20 Jahren im Rohbau. Für die Fertigstellung hat der Diplom-Ingenieur im Fach Medientechnik kein Geld. Er muss mit rund 800 Euro Notstandshilfe auskommen. Arbeit, wohin man blickt? Ja. Da ist jetzt mein einziger Raum. Bitte kommen. Wo man halt ein bisschen arbeiten kann, sich zurückziehen kann. Interessantes Bild, haben Sie das selber gemalt? Na, das habe ich von einem guten Freund. Der hat mir das gemalt, wie meine Freundin, oder nachdem meine Freundin verunglückt ist. Ja, ist ein bisschen die Seele von mir. Ja, davor war alles eigentlich, ich habe ein super schönes Leben gehabt. Mit meiner Freundin das Haus saniert, hat alles passt. Das sind Sie am Schlagzeug? Das bin ich am Schlagzeug, ja, es ist schon ein bisschen älter ist es, aber ist auch schon ein bisschen länger her. Da waren wir noch jünger und agiler. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal was gescheit, was verdient? Das war noch während dem Studium. Ja. Und dann nach dem Studium eben diese Krankheitsgeschichten auftaucht sind quasi, keine Chance.
Den Tod der Freundin hat Anton nie überwunden. Eine Psychotherapie würde vielleicht helfen, aber dafür fehlt das Geld. Seit die Regierung die Abschaffung der Notstandshilfe in den Raum gestellt hat, plagen ihn neue Ängste. Anton fürchtet um das Letzte, das ihm noch Halt im Leben gibt. Gesetzten Fall, sie greifen, oder das, was die Regierung plant, dass man wirklich auf Vermögen zurückgreift. Das ist ja noch gar nicht so sicher, ob das nicht tun will oder eben doch tun will. Das hat dann zur Folge, dass das, was du dir erspart hast, und bei mir ist es halt das Haus, alles, was man investiert hat, müssen dir dann hergeben. Ja? Weil du hast ja da in das Ganze hast du deine Energie reingesteckt und dein Herzblut einfach. Das ist oft hast du dann jeden Quadratmeter kennst auswendig, an der Mauer, am Fußboden, überall hast du mitgearbeitet, wenn der Baumeister da war. Allerdings, weil das Haus nicht fertig ist, musst du das quasi verscherbeln. Ja? Und du kriegst nur einen winzigen Bruchteil von dem, was eigentlich wert ist. Also da wandert nur das Geld vom Armen zum Reichen. Bei seiner Jobsuche wird Anton von der Emmaus-Gemeinschaft betreut. Weil er selten weggeht, gehört die Sozialarbeiterin Astrid Meyer zu den wenigen Menschen, zu denen er regelmäßig Kontakt hat. Ohne Geld, erzählt er, sei es fast unmöglich, eine neue Partnerin zu finden. Schön, dass du gekommen bist. Ja, Anton, kannst du mir vielleicht die Ängste, die du hast, näher, konkreter beschreiben? Naja, es geht vor allem gerade ums Eigentum. Man hat das eigene Haus, das nicht fertig ist. Und du weißt jetzt nicht, wie du finanziell da überhaupt über die Runden kommst. Und das ist absolut bedrohlich, ja, absolut. Mhm. Weil man weiß ja nicht, was man nachher macht. Du musst ja nachher irgendwo wohnen und leben. Und das musst du ja wieder finanzieren. Und da finanziere ich lieber mein Eigentum, mein Haus, bevor ich irgendwo eine Miete nehme, logischerweise. Na gut, dann tun wir halt die Stellenangebote durchschauen. Ne? Genau. Widmen wir uns der Jobsuche. Jawohl. Schauen wir, was wir finden. Bitteschön, ja. In der Rubrik Medientechniker gibt es zwar immer wieder Jobangebote, aber eine geeignete Stelle für Anton war noch nie dabei. Sollte die Notstandshilfe abgeschafft werden, so Max Gebetsberger, der die Beratungsstelle leitet, dann hätten vor allem seine obdachlosen Klienten kaum eine Chance, je wieder auf die Beine zu kommen. Viele sind jetzt sozusagen schon sehr an der Grenze oder unter der Grenze und das wird natürlich als Bedrohung wahrgenommen, dass das auch noch in Frage gestellt wird. In Emmaus gibt es auch Notschlafeinrichtungen und Wohnmöglichkeiten. Da ist es so, dass die Leute befristet wohnen können, die aus der Obdachlosigkeit kommen und jetzt sie mit der Notstandshilfe oft was ersparen können in der Zeit, wo sie in den betreuten Wohnen sind. Das kann ein halbes Jahr bis zu einem Jahr manchmal sein. Und da gelingt vielen, sie dann doch wieder eine bescheidene Wohnsituation zu erringen. Aber wenn man allerdings in der Mindestsicherung ist, also in der Sozialhilfe, bekommt man in der Zeit dann gar nichts, also nur Taschengeld sozusagen. Also das ist nicht möglich, dass man es in der Zeit dann eine Kaution zum Beispiel erspart für die zukünftige kleine Wohnung. Oft braucht es Hilfe, damit man sich aus einer Lebenskrise wieder herauswursteln kann. Die gebürtige Tirolerin Heike Piuk war praktisch obdachlos, bevor sie einen Platz in einer betreuten Wohnanlage am Stadtrand von Wiener Neustadt bekommen hat. Wir treffen die 44-Jährige beim Buchteln machen. Also ich kann meine Familie ernähren, wenn es hart auf hart geht. Aber wenn weniger da ist, kann ich trotzdem was zaubern, sodass man ja nicht Hunger leiden muss oder... Ja, es geht immer alles. Aber in der Gastronomie haben Sie gearbeitet dann, ne? Da habe ich immer, also das habe ich immer gemacht, nicht meine Kinder, also generell. Ich habe ja 5 mit der Kleinen. Was hat Sie eigentlich sozusagen aus der Bahn katapultiert? Puh, die Scheidung, meine Vergangenheit, meine Jugend, meine Kindheit, alles zusammen. Also da hat alles mitgespielt. Ich habe nicht gerade wirklich. Also Sie haben eine schwierige Kindheit da gehabt. Ja, ja, nein, mit Gewalt und so. Also es ist nicht leibend gewesen. Und ja, es ist halt nicht einfach gewesen, sagen wir so. Von was müssen Sie momentan leben?
Also ich habe meine Fixzahlungen und ich habe Einkommen von 950 Euro ohne Kinderbeihilfe. Also die Kinderbeihilfe kriege ich 170 oder was sind. Aber das rechne ich nicht, weil das geht sowieso für die Kleine alles immer auf. Also mir bleibt dann rein 350, 400 sowas, wenn es gut geht, wenn einmal nicht weniger, wenn einmal weniger ist. Und ich habe ja viel Blödsinn gebaut in meinem Leben, also habe ich Schulden. Die können natürlich auch abbezahlt. Ja, also 350 sicher. Aber mit 350 kommst du halt nicht weit, ne? Trotzdem ist es im Moment für Heike Biok wichtiger, dass jemand da ist, wenn sie zum Beispiel Gefahr läuft, in ihre Sucht zurückzufallen, als einen Hunderter mehr im Monat zu bekommen. Ohne Hilfe hat sie es lange genug probiert und sie ist immer wieder gescheitert. Kellnerin, Kinder, kein Geld, hinten und vorn, ne, was machst du? Tust dich irgendwie durchschwindeln. Weiß ich nicht, zahlst du einmal da eine Rechnung nicht, dass sagst du, denkst du, ja, nächstes Monat, ja, dann geht's nächstes Monat, aber wieder nicht. Dann schaust halt, dass irgendwie zu mehr Geld kommst, fangst, weiß ich nicht, also ich hab's halt so gemacht, dass ich mehr arbeiten gegangen bin, auf Festeln und so, ausgeholfen hab zum Kellnerieren und so. Ja, es ist eh gegangen. Aber halt viel später nicht mehr, ne? Und also das habe ich schon meistens dann so gehandelt, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht sich ausgegangen. Das nächste Monat läuft nicht so. Ja, lange hat es nicht gedauert, dann ist es wieder so gegangen. Ne? Aber ein halbes Jahr ungefähr ist meistens dann gut gegangen und dann war wieder so ein Ding. Und das ist dann echt, das ist ganz ehrlich zum Scheißen, wirklich. Nein, es ist so. Ja, ich habe halt mein Leben einfach nicht in den Griff gehabt. Gell? Und jetzt bin ich halt durch das, dass ich jetzt da bin, schon sehr viel sicherer. Also ich zahle brav meine Miete ein, ich zahle alles brav. Jetzt, das habe ich vorher alles nicht kennen, weil vorher habe ich allem geschaut, ja, allein erstens einmal, dass ich meine Sucht finanzieren kann. Aber ich habe das jetzt alles gut im Griff. Die war oben da einen Zug machen und bin jetzt seit 4 Jahren sauber. Meiner Klang geht's gut, ich habe eine Wohnung, passt, ist okay. Im kalten Leutgeben sind wir mit Familie Wehlers verabredet. Gemeinsam mit Vater Gerold und Alexander, dem älteren Bruder, besuchen wir Herbert in seiner Wohnung. Die ist nur 2 Gehminuten von der seiner Eltern entfernt. Wann immer er etwas braucht, ist die Familie zur Stelle. Grüß dich, Herbert. Grüß dich. Hallo. Hallo. Passt alles? Ja. Alles in Ordnung? Ja. So, das ist Ihr Reich sozusagen, oder? Ja. Essbereich, Wohnbereich. Na gut, gehen wir weiter in die Küche. Ja, genau. Die Küche, Kaffee, da kann man auch sitzen. Backrohr, großes und kleines Backrohr, Mikrowelle zum Aufwärmen. Kühlschrank, wo jeden Freitag gefüllt wird. Und 2 Pflanzen, Weihnachtskaktus und irgendeine Pflanze. Die habe ich damals gekriegt, die war wirklich so klein. Und nach einigen Jahren, wumm, die schießt auf, die wird noch größer. Ja. Wird sicher bis zur Decke landen. In der eigenen Wohnung ist endlich auch Platz für sein Hobby. Herbert Wehlers bastelt gerne an seinen Modellen herum. Aber noch lieber hätte er eine Aufgabe bei der echten Feuerwehr. Den größten Wunsch wäre eigentlich, zur Feuerwehr dazu zu kommen. Wobei ihm ist klar, dass er nicht im aktiven Dienst sein kann. Ja, also das geht überhaupt nicht. Aber irgendwo mithelfen würde er schon gerne. Ja. Ja, so. Im Schlafzimmer? Ja. Der funktioniert wirklich. Der hat ganz neue Batterie sogar. Der funktioniert. Ja. Vater Gerold Wehlers ist überzeugt, dass seine Familie die ideale Lösung für die Betreuung des behinderten Sohnes gefunden hat. Herbert war in den zahlreichen Einrichtungen, die ihn früher betreut hatten, nie glücklich. Es war eigentlich schon in der Schulzeit, dass er große Gruppen nicht richtig vertragen hat. Ja. Und wie gesagt, von dort war er dann eine Zeit lang bei uns zu Hause, hat bei uns zu Hause dann gewohnt. Ist für ihn sehr, sehr schwer gewesen, weil er ist doch ein erwachsener Mann, ja, der auch gewisse Freiräume braucht. Und das Ganze hat sich dann ihm angeboten, dass wir dann noch in der Neustadt zur Caritas gekommen sind. Und ist er dort untergebracht gewesen. Das ist ungefähr ein Jahr so gegangen. Bis dann geheißen hat, ja, er passt dort nicht hinein.
Und die Kosten, die Einrichtung sozusagen in Rechnung gestellt haben, wird das also zahlt? Das zahlt an und für sich das Land. Das heißt, Wohnbereich, soweit wir das bis jetzt auch mitgekriegt haben, sind so zwischen 2.500 Euro. Da gibt es auch keine Probleme mehr, wenn man in so einer Einrichtung leben würde. Das zahlt das Land anstandslos, da gibt es kein Problem nicht. Und wie gesagt, wir diskutieren jetzt mittlerweile wegen 600 Euro eigentlich. Ja. Als Alexander das letzte Mal die Mindestsicherung für seinen Bruder beantragt hatte, lehnte das Sozialamt unerwartet ab. Seitdem bekommt Herbert außer der Wohnbeihilfe keine Zuwendungen mehr. Ich bin quasi mit dem Rücken zur Wand gestanden, weil ich muss schauen, dass Miete bezahlt wird, Medikamente für den Herbert etc. Ein bisschen Erspartes haben wir noch gehabt, liegt doch auf der BH-Mödling auf. Dann die Großmutter noch was vorgestreckt vom Herbert, also von uns. Ja. Und ja, mittlerweile gibt es kein Geld mehr. Also die Ersparnisse sind aufgebraucht. Und ja. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft Mödling teilte uns mit, dass Herbert Wähler seine Eltern auf Unterhalt klagen müsse, um wieder Mindestsicherung zu bekommen. Weil das unterblieben sei, habe er seine Mitwirkungspflicht verletzt. Die Leistung sei somit zurechtgestrichen worden. In St. Pölten, in der Beratungsstelle der Volkshilfe, treffen wir Familie Sello wieder. Die Leiterin der Einrichtung und die arabisch sprechende Betreuerin der Familie kennen die syrischen Flüchtlinge seit fast eineinhalb Jahren. Ich mag Praktikum. 6 Monate oder 1 Jahr oder 3 Monate, ich brauche das. Wir haben gemeinsam den Lebenslauf erstellt, die Bewerbungsunterlagen sozusagen. Versuchen auch, den Herrn Sello da zu unterstützen und halt einen Praktikumsplatz zu finden. Ist aber halt jetzt nicht ganz so einfach, wenn man sagt, eben, dass jemand aus Syrien kommt oder halt die Sprache noch nicht so gut kann. Sprachkenntnisse sind meistens verlangt und da sind wir einfach noch auf der Suche. Wir haben Sie ja das letzte Mal begleitet zur Prüfung. Und ja, jetzt wollte ich Sie fragen, was ist denn herausgekommen bei Ihrer Prüfung? Ich habe eine A1-Prüfung gut gemacht und gut bestanden. Ich habe 33 Punkte bekommen und gut. Und jetzt habe ich A2-Durchkurs. Frau Sello, Sie haben gesagt, in 2 Wochen haben Sie Deutschprüfung A1. Wie geht es Ihnen damit? Ja, das ist ein Problem, das ist ein großes Problem für mich. Ich lerne Deutsch und ich habe Gesundheitsprobleme. Ich immer denke und meine Heimat auch Krieg. Und immer jeden Tag denken, was macht der Krieg in meiner Stadt. Meine Mutter ist da und meine Brüder und meine Schwester. Alle Leute töten in türkischen Armen. Die Rede ist von der kurdischen Stadt Afrin, aus der Herrn Sellos Familie stammt und die von der türkischen Armee bombardiert wurde. Die Betreuung endet demnächst, aber Johanna Ratner macht sich keine großen Sorgen um Alif, Mustafa und die Kinder. Im Auftrag vom AMS können wir 1 Jahr auf jeden Fall beraten. Und wenn die Menschen frisch nach Österreich gekommen sind, also so wie bei der Familie Sello, dann können wir 1,5 Jahre beraten. Und das ist auch total wichtig, weil so schnell geht Integration nicht. Ich denke mir, die Familie Sello ist auf total gutem Weg. Und ja, und wir geben auch unser Bestes, hier eine gute Unterstützung zu liefern. Und wir alle brauchen die Leute, österreichische Leute, Kontakt machen oder stehen zusammen. Ich mag das, weil ich lebe in Österreich. Ich muss die Leute Kontakt machen. Tochter Rojin und ihre Schwester Heba haben auch schon recht konkrete Pläne für die Zukunft. Das heißt, du hast jetzt 1 Woche Praktikum gemacht. Und gestern, wie war das? Ja, gestern ist die Zusage gekommen, der Lehrplatz wäre da. Super. Ja. Also vor allem hat sie ja noch den Hauptschulabschluss noch gar nicht und sie hat die Zusage für einen Lehrplatz bereits jetzt und die werden auf sie warten, bis sie den Hauptschulabschluss gemacht hat. Rojin, die jüngere Schwester, ist eine gute Schülerin. Sie hat beste Chancen, vom Qualifizierungskurs des AMS ins Gymnasium wechseln zu können. Jetzt ist die Mindestsicherung seit ein bisschen mehr als einem Jahr gedeckelt, egal wie groß die Familie ist. Sie kriegen
sicher nicht mehr als so 1500 irgendwas. 1500. Ja, 1500 Euro. Was bedeutet das eigentlich für die Leute? Die Leute haben hier Aufgaben zu erledigen hinsichtlich Integration. Sie müssen in einem halben Jahr ein Deutsch-Level erreichen. Aber das Hemmnis, wenn man seine Wohnung nicht zahlen kann, macht natürlich den Kopf nicht unbedingt frei, um sich schnell integrieren zu können, um schnell Deutsch zu lernen. Es würde Menschen wie Familie Sello vermutlich noch mehr treffen, würde, wie angekündigt, auch noch das Budget für Integrationshilfen gekürzt. Zurück in Wiener Neustadt bei Heike Piuk. Hier im Wohnprojekt hat die ehemalige Kellnerin in ein geregeltes Leben zurückgefunden. Und vorher haben ihr Sozialarbeiterinnen in der Wohngemeinschaft Weiberwirtschaft aus der Sucht herausgeholfen. Beide gehören zum Verein für soziale Betreuung. Dem Wohnhofprojekt ist übrigens unlängst die Förderung gekürzt worden. Meine Kinder kommen ziemlich oft um Geld, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich ja, es ist so, was sollst du machen? Ich meine, eh nie um viel, ja, wir sind jetzt 20 oder so, ja. Aber dann denke ich mir halt oft, Alter, was ist los mit mir? Ich hast eh selber kein Geld. Und ich muss sagen, bei mir ist das mehr so ein schlechtes Gewissen auch. Durch das, dass ich eben das Alkoholproblem gehabt habe, ja, nicht wirklich da war für sie, ist ein schlechtes Gewissen viel dahinter. Und das, was halt die Emily jetzt, da muss ich sagen, absolut nicht kennt. Ja, die kennt das absolut nicht, die Probleme. Die kennt keine Streitereien, keine Gewalt in der Familie. Also die kennt das nicht. Und da muss ich schon sagen, Gott sei Dank bin ich den Alkohol los. Wirklich. Ehrlich. Das ist schon, weil der Alkohol hat auch sehr viel Geld gekostet. Bist du deppert? Eben deswegen habe ich ja dann die Logierungen gehabt, den ganzen Schmoren. Mehr Schulden gemacht, als was ich mir leisten habe können. Trotz der Arbeiten gegangen bin und ja, ist halt alles ziemlich teuer. Die Schwangerschaft mit der jüngsten Tochter bringt sie vom Alkohol weg. Ich habe immer aufgehört zu trinken, wenn ich schwanger war, erzählt sie. So viel Verantwortungsgefühl war immer da. Und diesmal hat sie auch nach der Geburt ihrer Tochter durchgehalten, jetzt schon 4 Jahre lang. Was hat sie so stark gemacht, dass sie sich erst die ganz eigenen Sachen auswursteln haben können? Ich wollte mir's, auf einer Seite habe ich für meine Kinder gemacht und auf der anderen Seite wollte ich mir selber beweisen, dass ich es ja schaffe. Weil ich ja doch eine gute Mutter sein will und nicht schlecht dastehen will. Und das ist halt schon viel da bei mir gewesen, dass ich einfach ein anderes Leben will und nicht so ständig mit den Auf und Ab, sondern wirklich ein normales Leben. Einen netten Freund, ja, ein normales Leben, eine Wohnung, einen Freund. Ja, was ist normal? Ich weiß nicht. Ich kann es nicht sagen, weil ich nie wirklich ein normales Leben nicht wirklich gehabt habe eigentlich. Nein, habe ich nicht gehabt eigentlich. Ich habe immer Stress gehabt, immer. Das Reden ist das Wichtigste, glaube ich. Das, was ich vorher alles viel zu wenig gemacht habe. Weil früher war ich so, ich habe alles eingefressen. Ich wollte immer alles alleine schaffen, immer. Immer. Ich wollte keine Hilfe von Närmten und von Niemten und absolut gar nicht. Ja. Weil wenn du eine Hilfe annimmst, dann bist du schwach und dann bist vielleicht gleich, weiß ich nicht, asozial geschimpft oder sonst irgendwas. Ja. Es gibt leider solche Leute, die was das so sagen. Und ja, das wollte ich halt absolut nicht. Weil ich bin arbeiten gegangen, ich habe alles gehabt, also das Großteil, was ich gehabt habe. Es geht um den Moment, wo man sich quasi eingesteht, dass man Hilfe braucht. Ja, volle eingestehen, volle. Wenn du das nicht machst, dann bist du erschossen. Dann gehst du unter. Ihr Tiefpunkt war erreicht, als ihr das Jugendamt den jüngsten Sohn abgenommen hat und die älteren Kinder zum Vater übersiedelt sind. Zum Schluss war auch noch die Wohnung weg. Aber in der Zeit habe ich halt dann wirklich, es war Vollgas. Da habe ich dann echt mein Leben nur mehr gehasst, ja. Weil hinten und vorne nichts geklappt hat und ja, kein Geld da hinten und vorne und keine Wohnung und mit der Arbeit, das hat auch nicht so funktioniert, weil ich nicht schlafen habe können wirklich. Und, das war schlimm, ja. Aber jetzt geht's mir gut dafür. Das ist super. In der Robert-Stolz-Siedlung im Osten von Wiener Neustadt
ist der Reichtum auch nicht zu Hause. Hier wohnt Familie Süßner, die wir am Spielplatz kennengelernt haben. Weil damals die Mindestsicherung gedeckelt war, mussten Familien mit mehr als zwei Kindern mit weniger Geld auskommen. Jennifer Süßner hat die Familienfinanzen so gut es geht im Griff. Das ist schon für März. Das ist jetzt auch, was im März jetzt war, ja. Das habe ich schon alles bezahlt. Also. Das auch schon, das ist noch ausständig. Also. Und für Februar ist es ausgegangen sozusagen? Knapp. Knapp? Knapp, ja, knapp, aber doch, ja. Im Jänner war Roman wieder im Grenzeinsatz und Jennifer Süßner hat ein Praktikum im Möbelhandel gemacht. Eine Bewerbung, das hat man ihr schon angedeutet, hätte keine Aussichten auf Erfolg. Haben Sie eigentlich noch so eine Oma oder so gehabt, die, von der man lernen hat können, wie man sparsam haushaltet? Nein, eher von meiner Mama. Ah, okay. Das ist dann schon. Das war von meiner Mikrowelle. Die habe ich mir gegönnt, von meinem Stauhausgleich. Auch die bin ich besonders stolz, weil Wärmen, das Bauch wie Kissen, ist halt doch ohne Mikrowelle im Backofen ist so nicht so ideal, sagen wir es mal so. So, das muss ich auch noch vergleichen. Also ich vergleiche immer die Prospekte alle auf. Deswegen schaut es auch so aus jetzt da. Und dann eigentlich tue ich dann schon vergleichen, wo es am billigsten ist. Und dann nehme ich es von dort dann eigentlich. Aber deswegen tue ich meistens jetzt da nur in Schnellverfahren aussortieren. Das. Schau, das haben wir auch schon bezahlt. Das war auch mit dem Geld von meinem Steuerausgleich. Man hat Geld und alles glücklich weg. Auch Jennifer Süßner hat gehört, dass die Regierung die Notstandshilfe abschaffen möchte. Aber weil sie schon jetzt Leistungen aus der Mindestsicherung bezieht, würde sich für sie wohl nichts ändern. Also es gibt jetzt bald keine Notstandshilfe mehr, sondern das Arbeitsgeld. Aber motiviert einen das wirklich? Ich will so oder so weg von AMS, ich will weg, also sofern es wie es halt geht. Ich meine, bei den Kindern ist es halt schwierig, einen Vollzeitjob zu machen. Aber so würde ich sagen, okay, umso größer die Kinder werden, umso mehr kann ich dann arbeiten gehen. Genau. Ja. Aber Sie haben ja angefangen irgendwann. Ja, in Einzelhandel. Einzelhandel, ah, okay. Und die will ich also eben jetzt fertig machen, dass ich meinen Lehrabschluss habe. Und dann weiterschauen dann. Nebenbei will ich mich heute halt weiterbilden. Derzeit arbeitet Frau Süßner freiwillig beim Roten Kreuz. Sie betreut alte Menschen. In St. Pölten hat Familie Sello inzwischen Fortschritte gemacht auf ihrem Weg zu einem selbstständigen Leben. Heber hat ihre Lehre begonnen und Rojin wird ins Gymnasium gehen. Ein Zurück gibt es nicht. Die Heimatstadt Racker ist völlig zerstört. Die Autowerkstatt, das Haus, alles weg. Was glauben Sie, wie wird es in 10 Jahren sein für Sie, für die ganze Familie? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche, dass meine Kinder alles gut studieren und bestanden gut und arbeiten. Über 10 Jahre, ich denke, ein Restaurant öffnen. Und die Chef vom Restaurant, ich, und auch von der Küche, kochen. Und noch so. Und ich brauche meine Frau auch Gesundheit mit einer krank. Und ich brauche alle meine Kinder und ich brauche Arbeit. Das ist mein Problem. Am besten in seinem Beruf als Autoelektriker. Zusammenhalt macht das Leben leichter. In der Familie, aber auch unter den Kurden, die oft bereit sind, Leuten aus dem eigenen Volk zu helfen, egal aus welchem Land sie stammen. In Wien treffen wir Anton, den Diplom-Ingenieur aus St. Pölten, noch einmal. Er träumt von einem Job, der mit Musik zu tun hat. In St. Pölten war nichts Einschlägiges zu finden. In Wien stehen da die Chancen vielleicht besser, vielleicht sogar für einen 47-Jährigen. Etwa als Verkäufer in einem Plattengeschäft wie diesem hier. Naja, es war sicherlich nicht das, was man als Akademiker in dem Sinne verdient, aber das ist
Es ist auf jeden Fall besser als die Notstandshilfe. Und man hat einen 13., einen 14., man ist versichert, man hat überhaupt das Gefühl, dass man was tut und für das gezahlt wird. Und das ist ganz was wichtig. Fast niemand lässt sich gerne etwas schenken, wie es scheint.